Okay, dann rüber auf die Insel. Alles klar, und ich bin rüber nach Hause. Jo, bis gleich. Okay, Perry. Bist schon auf der Insel? Welche auf unserer? Nee, nee, ach so. Nee, hier auf dieser. Ich dachte, du willst noch hier mitkommen. Hier, da war doch diese Insel. Ja. Und da waren auch noch schöne Sachen. Ja, dann kommt gleich hin. Ich muss die Pflanzen kaputt machen. Zum Glück machen die Pflanzen so gut wie gar keinen Schaden. Die verlangsamen nur. Ah, die ist gleich tot, die eine Pflanze. Eine ist schon kaputt. Rice geht, das freut mich aber. Easy XP. Okay, ist das. Okay, gucken wir mal, was sich dahinter versteckt. Ich glaube, wir brauchen. Wie viel Granaten brauchen wir da? Ich glaube, 6, 7 Stück, wenn ich nicht verkacke. Guck mal, wir können da sogar reingucken. Oh ja, hier ist eine dicke Base. Hier ist eine dicke Base drin, Perry. Man kann ein bisschen durchgucken. Kann sein, dass wir gleich sogar die T-Rexes brauchen. Nee, das finde ich Die gut. kriegen wir ja gar nicht übers Wasser, oder? Doch, doch. Die können ja schwimmen. Okay, perfekt. Was mit den kleinen Ärmchen so paddeln? Oh Leute, hier wird gekämpft, hier wird gekämpft. Wir gucken mal, Klar, wem ich das kümmere gehört. mich schnell um die Da obere. ist ein Spieler, da ist ein Spieler. Ja, wir brauchen T-Rex. Wir brauchen die T-Rex. Wir haben hier noch Pflanzen drin. Als ob mich jetzt der Drecksmammut wieder. Ach, dieses Drecksmammut. Oh, Ja, das kann ich da super. reinlocken. Wir können das Mammut da reinlocken. Ja, dann mach mal. Wir brauchen wahrscheinlich einen Quessel dafür. Zumtastic ist das. Die haben Level 49er T-Rex. Hau nur um. Was haben die denn Sonst noch? wirft er mal ein paar Granaten rein, du. Wer hat die Sniper von eben? Weiß ich nicht. Ich glaube tot. Nee, die habe ich schon weggebracht. Nee, die ist schon weg. Pass auf Sniper auf. Der hat uns auf jeden Fall gesehen. Der hat sich mit dem Vogel gesaved. Aber dann wieder. 257er Vogel. Ja, da Ich war ein mach's weg, Spieler das drin. war mal. Nein, lock's rein, in die Höhle. Flieg einfach in die Höhle. Stell das ab und dann fliegst du raus. Nein, 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 nicht weg, nicht weg. Wer fliegt da? Tot. Oh, Nein, die das ist Snipern, die das Snipern, die ist Snipern. Mammut. Oder? Habe ich einen Schuss gesehen? Ja, die Snipern, der liegt da mit einer Mutter, ich Sniper. habe eine normale Sniper mit. Magst du mir gehen? Pass auf, der Sniper da. Ich sehe den. Wollen wir einen T-Rex holen? Ja, wir benutzen einfach MP3. das Mammut. Das Mammut hat schon chillt. Trotzdem MP3, falls du haben möchtest. Kannst du mir ja später wiedergeben. Mammut ist wieder da. Warte, ich mach's mal mit dem Mammut. Lass mich mal fliegen, der Tod. Der Tod, der Okay. weiß nicht. Der weiß, glaube ich, nicht, was ich damit machen möchte. Ja, der ist schon halb tot. Der Quetzal? Ja. Einer kommt. Fuck, ich bin hier verbuggt jetzt nur. Ich weiß nicht, ob ich rauskomme. Ja, ich komme raus, aber sehr, sehr, sehr. Oh, der hat nichts mehr an HP. Fuck, ich hab den aus Versehen mitgenommen. Aber der hat nichts zu essen drin. Haben wir noch was zu essen? Für den Quetzel? Harry? Oh, der kommt, der Ja, Spieler der kommt tötet raus. nicht. Der tötet nicht. Okay, wir nehmen den alles auseinander da. Der Tod hat halt vorher schon Hälfte des Lebens verloren. Das war ein bisschen blöd.
Kannst du den Spieler fangen? Ja, der greift mich an. Irgendjemand snipert mich. Oh je. Leute, irgendjemand snipert hier. Schnabeltier wurde von Bennett Level 70 getötet. Er kommt raus. Das wäre noch einer. Oh, jo, die haben hoch. Wo ist denn, wo sind die anderen Vögel? Bleib mal auf den Vögeln. Einer muss den T-Rex holen, wir brauchen die, den T-Rex. Wir brauchen die Sniper und T-Rex. Fuck, das hat nicht funktioniert, was ich machen wollte. Der hat einfach zu wenig HP gehabt. Einer von den Spielern war auf jeden Fall draußen. Wir machen die komplett platt. Machen wir das halt so auf die alte, modische Art. Mucka, deine Rüstung. Ja, ja, ist egal, ist egal. Bleib auf jeden Fall auf den Dinos. Wenn die rausfliegen, ihr müsst die töten. Und wir brauchen einen Quetzal hier, um diesen scheiß Mammut da wegzuholen. Ich glaube, die haben jetzt keine Verteidigung mehr. Gib mir mal einen Raketenwerfer. Habt ihr den? Irgendjemand hat einen Raketenwerfer gehabt. Svonji hatte den wahrscheinlich. Er kommt, er kommt. Ne, das Ding von ihm haben wir auch nicht mehr, ne? Welcher Quetzal war das? Hat jemand einen Ersatz? Der Quetzal ist natürlich ein herber Verlust, aber bei uns ist eine Quetzal spawn, also so schlimm ist es jetzt auch nicht. Deine Rüstung muss da mal deine Brust, ne? Svonji, hast du den Raketenwerfer? Nein, ich hab nichts. Ich hab nur die Granaten. Hui. Ah, wir holen den sollen wir ein Kanu holen, Muka? Dann flieg ich kurz los. Nee, wir den T-Rex. Sonst gib mir mal, dann flieg ich im T-Rex holen. Oder nimm mich mit. Ja, das Problem ist. Nimm mich auch mal mit. Perry, hältst du hier den Stand, dass sie nichts machen können? Das Problem ist halt, dass der Kretzer kann den T-Rex nicht aufheben. Ja, ja, wir müssen so zu Fuß laufen. Das dauert ein bisschen länger. Kannst du dann mit dem T-Rex nachkommen? Dann, ich hol jetzt noch die Sniper und alles. Repariere meine Rüstung und wir stürmen dann da gleich einfach rein. Ich überlege mal, ob ich vielleicht. Haben wir noch irgendein Tier, was da reinlaufen kann? Ich habe den einen zweimal getötet. Die equippen sich allerdings immer weiter neu. Das heißt, wir müssen einfach die Dinos am besten umbringen. Jojo, wir machen auch gleich. Kannst du mir den Raketenwerfer geben? Der ist im Mammut. Wenn du das Mammut down kriegst. Im Mammut, okay. Der Tod hat sich nämlich. Der Tod hat sich vom Mammut umbringen lassen. Oh, der Junge ist ein. Wer hat denn dem überhaupt die Waffe gegeben? Ja, ich. Es ist halt Perry. Irgendjemand, ich glaube Anti-Anime, kam auf die Idee, dem Tod den Raketenwerfer zu geben und das Mammut hat den getötet. Natürlich ist der Raketenwerfer dann im Mammut. Das ist echt der Unfähigste von allen. Wir müssen, ich weiß nicht, Sonji, ob du es mitbekommen hast, aber Mr. Unfähig hat es geschafft, sich vom Mammut töten zu lassen. Und im Mammut ist die Bazooka. Wir müssen also zuerst das Mammut töten. Jojo, mach ich. Warte am besten einfach, bis noch der Giga da ist. Obwohl, du solltest ihn eigentlich easy packen. Also, egal was. Ey, dem Giga müssen wir echt nochmal schwimmen. Mammut, ja. Bringen. Wir müssen der Tod erstmal irgendwie ein... Ja, ja eigentlich ein, schon. Wir brauchen ein Gefängnis aber für der Tod. Hat, der hat damit einen nice Kill gemacht, das muss ich schon sagen. Hat selbst damit auch getroffen. Pass mal auf, dass der nicht ins Wasser rutscht. Pass mal bitte auf die Höhle auf, ne? Nicht, dass da einer flieht. Anti-Enemy. Guck du, kümmer du dich mal bitte um die Höhle. Ich bin ja jetzt auch da mit dem Floß.
Bedient euch! Ganz allein. Also ich hab jetzt... Wo bist du, Perry? Komm grad mit dem Flo. Habt ihr einen Raketenwerfer? Flo, wieso hast du nicht einen Vogel genommen, Perry? Wir haben da 20 Vögel oder so. Wenn ihr sagt nicht, du nimmst nicht ungern andere Vögel. Dafür sind die da. Genauso wie mit dem Gier. Oder bist du das mit dem Floß? Lol, das bist ja, du mit dem Floß. Okay, dann, Swanji, stell mal Follow, dass der dir followt und dann geh mal in die Höhle rein. Also, dass er dem Rex followt. Und den Rex auch auf neutral stellen. Wir gehen da jetzt komplett rein. Alles klar, also komplett, auch mit Vögeln und allem? Nein, Vögel nicht. Die Vögel bleiben hier. Ihr müsst drauf aufpassen, dass die nicht abhauen. Den Vogelkampf müssen wir gewinnen, Anti-Enemy. Bleib du mal bitte auf dem Vogel. Okay, ich bleib draußen. Ich bleib, wenn die abhauen, fliege ich denen hinterher. Ja. Swanji, geh du mal auf den T-Rex. Mach's Follow an. Mach's Follow an auf dem Dicken und dann läufst du rein. Und machst so viel kaputt, wie du alles, was du findest. So. Alles, was aggressiv, neutral ist oder Vögel. Alle Vögel auch. Der followt dir noch nicht, der followt dir noch nicht. Du musst den an. Doch, der pfeift, der pfeift. Der. Ja, der Giga followt dir aber nicht. Nimm den Giga mit. Ich glaube, der hat die Taktik nicht verstanden. Okay, jetzt followt der. Aber ich glaube, der geht da, der passt da nicht rein, wa? Ja, okay, der passt da nicht rein. Werde ich sagen. Der hat, nein, der muss, glaube ich, vor dem Tor stehen. Ja, mich wird schon wieder mit dem Vogel. Ja, rein dann, würde ich sagen, oder? Du bist wieder tot? Jetzt sofort, ja. Jo, los geht's. Genau das meine ich. Genau das, was ich gesagt habe, was die machen werden. Ich hab denen gesagt, Alter, die sollen auf den Vogel aufpassen. Haben die natürlich nicht gemacht. Jetzt ist er tot. Ah, Junge, Junge, Junge. Das wird so nix. Das wird so nix. Ich will mir was zu essen machen. Viel Glück noch. Jo, dankeschön. Leute, passt auf die Vögel auf. Der fliegt da. Der Giga geht rein! Jawohl, lass ihn drin! Asta! Engage? Jo, rein! Pass trotzdem auf die Vögel auf! Ich komm nicht. Ich flieg da jetzt auch dahin. Giga chillt sein Life. Rein. Fuck. Wir haben das hier auch noch so gebaut, dass man hier nichts machen kann. Ich hab mich ordentlich selber gehittet. Und es leckt bei mir ohne Ende. Fuck, ich habe mein Dino halb getötet. Hat einer der Dinos noch Fleisch? Wo ist der Fortress-Vogel? Den muss ich mal hier oben stehen lassen. Ich war zu nah dran, aber bei mir leckt das da unten in der Höhle. Da wird wahrscheinlich zu viel auf einmal geladen. Ey, die sterben alle nacheinander, ne?
Die sterben alle nacheinander. LOL, wieso bekomme ich Schaden? Achso, ich hab den gegrippt. Fuck, ich hab's nicht gesehen. Ich hab den getötet. Ja, die haben irgendwas mit den Vögeln gemacht. Die haben die Vögel geändert. Wieso halten die auf einmal so viel aus? Die sind ja richtig unsterblich geworden. Ich kann nicht viel machen, ich muss weg. Und sind fast alle gestorben. Lebt der T-Rex noch? Ja, ne? Oder sind die alle drin? Swanji? Ja. Was ist mit den Dinos passiert? Ist halt so ein Ding, wo man... Ja, da ist so irgendwie... Da ist so ein See in der Hülle drinne. Und wenn die Dinos da reinfallen, kommen die nicht wieder raus. Als ob das so schlimm ist. Ernsthaft? Ja. Das ist ein ziemliches Problem. Das Problem ist halt auch, dass... Auch der T-Rex? Ja, der T-Rex. Ist der Giga auch da drinne? Scheiße. Das Problem war halt nur, dass die anderen alle nach und nach da reingegangen sind. Wir hätten uns einmal alle treffen sollen. Und dann zusammen rein. Ja. Das stimmt allerdings. Naja. Ja, wir können da nicht mal viel machen. Ich töte noch den Vogel. Das haben wir wohl verloren, würde ich mal sagen. Ja. Die hatten Positionsfort. Also, keine Ahnung. Wer hätte gedacht, dass die Höhle so fucking OP ist? Da ist der noch. Hm. Wer hätte gedacht, dass... Ja, okay, dann haben wir aber echt ordentlich verloren, ey. Naja, ich meine... Ah, ich meine, T-Rex und Gigante und so, das Thema ist nicht das Ding. Die waren ja low level, aber das ist halt fucking OP. Der Platz war halt fucking OP. Ich habe das erst später gesehen. Kannst du die Vögel mitbringen, alle, die da noch stehen? Da stehen keine mehr. Sind die alle tot? Ja, ja, es sind nur noch zwei Vögel. Oh, fuck. Tja, dann... Naja, das war RIP, Alter. Da haben wir ordentlich kassiert. Fehlangriff, Mann. Ja. Fehlangriff. Nächstes Mal besser besprechen, auf jeden Fall. Der größte Fehler war... Aber was heißt der größte Fehler? Also wir wussten nicht, was da drin ist. Ne? Für uns ist die Map neu und alles, was wir hatten, ist halt reingeflogen. Ne? Wir sind reingestürmt, blind reingestürmt und die Höhle ist einfach so fucking OP, dass alles... Aber als ob die da drin bauen, da kommen wir bestimmt irgendwie raus.